So, hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Es geht darum, wir fahren ja ein Clever Celebration Modelljahr 2020 und jeder, der dieses Auto fährt, kennt das Problem. Der Kühlschrank ist sehr laut und er drückt die ganze Wärme von dem Kompressor, von der Kühlung in den Innenraum rein. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwo in Italien oder in Kroatien oder sonst wo steht, die Karre sich eh schon auf fast 50 Grad aufheizt und dann noch der Kühlschrank die warme Luft in den Innenraum reinpumpt. Das ist nur was für den Winter. Im Winter ist das gut, im Sommer ist das schlecht. Da wir aber größtenteils einen Sommerurlaub machen, haben wir uns im Internet schlau gemacht und haben was gefunden, was sehr gut für uns passt, was okay ist, was wir umgebaut haben. Das möchten wir euch hier zeigen. Und ich habe noch etwas an der Klimaanlage verändert. Das sieht man auch noch in dem Video. Also, Freunde, bleibt dran und guckt es euch an. Bis gleich. Also der Kühlschrank ist jetzt ausgebaut und steht in der Wohnung. So sieht er halt original aus. Mit diesem Ventilator, der relativ, was heißt relativ, der wirklich viel Krach macht, was wirklich echt nervt, wenn man abends schlafen möchte. Und das Prinzip ist ganz einfach. Hier ist ein Deckel drüber. Ja. Er zieht hier durch das Gitter die Luft hier an, die geht hier rein, kühlt den Kühlkörper und da das hier zu ist, drückt er hier hinten durch das Gitter die Luft wieder raus, die warme Luft, die dann schön im Innenraum verteilt wird und die Karre immer heißer wird und das natürlich richtig genial ist, wenn man irgendwo in Kroatien, Italien oder irgendwo steht bei 40 Grad, die Karre eh schon übel heiß ist, drückt er noch die heiße Luft schön in den Innenraum vom Auto. Jetzt werden wir das so machen. Die Ansaugung wird bleiben. Da kommt ein neuer Kühler, neuer Ventilator drauf, der viel ruhiger läuft und die warme Luft hinten rausdrückt. So. Das wird aber zugemacht. Das heißt, die warme Luft geht hier hinten raus. Durch die Karosserie, wo ein Durchbruch gemacht wird und dann die warme Luft schön nach außen abgeführt wird. Das ist der Plan. Ja, das erstmal dazu. Jetzt, wie gesagt, kommt erstmal der Ventilator raus hier, weil der ist echt laut. Und ein neuer rein und dann wird das alles so verbaut, dass quasi hier hinten das im Ausgang geht. Karosserie ist hier. Dann geht die warme Luft schön raus zur Karosserie, also in die, raus aus dem Fahrzeug und wird die Karre nicht mehr so aufheizen. Zumindest ist so der Plan. Schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt einfach mal den Lüfter getauscht. Jetzt ist der leise drauf. Gegen diesen viel zu lauten. So sieht das aus. Jo, jetzt machen wir das alles mal an. Dann hört man auch, wie leise der läuft. Ich habe das mal über meine Batterie laufen lassen vom Quad. Die musste da mal leiden für. Jetzt machen wir den Kühlschrank einfach mal an. So, Kühlschrank ist an. Kompressor springt an. Und jetzt sollte gleich der Ventilator anspringen. Das tut er. Ja, er zieht. Und man hört ihn gar nicht. Sehr, sehr leise. Und hier hinten kommt schon der Wind raus. Jo, jetzt wird das hier vorne noch umgebaut, dass die Wärme nach hinten abgeleitet wird und nicht mehr vorne in den Innenraum gelangen kann. So, der Kühlschrank ist raus. So sieht's aus.
Kabel werden nachher wieder ordentlich verlegt und hier oben, da kommt jetzt der Durchbruch rein, das Loch, damit die warme Luft über ein Rohr dort nach außen gefügt wird. Das machen wir jetzt. Loch für den Kanal ist drin. Jetzt kann der Kühlschrank rein, dann wird er angezeichnet von außen und dann kommt das Verbindungsstück rein. So, Projekt ist fertig. Was man jetzt noch hört, ist der, oder ja klar, den Kompressor hört man noch. Aber jeder, der ein Clever fährt, weiß, dass es jetzt schon relativ viel ruhiger ist. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Und es kommt hier keine warme Luft mehr raus. Jetzt zieht hier die kalte Luft an oder die Luft an. Und da kommt es raus. Ja, merkt man auch. Oh ja, das merkt man wirklich. Also das ist ordentlich. Ja. Ach, und nebenbei noch gesagt, das habe ich letztens vergessen im Video, habe ich noch grau getönte Blinker verbaut. Passt zu der Farbe. Sieht eigentlich richtig gut aus. Ja. Zum Thema Klimaanlage. Das ist eine Staukastenklimaanlage. Ich habe da leider wenig Bilder von oder gar keine. Vorher war sie so eingebaut, da ging das Brett hier oben lang, unten war sie offen. Hier vorne ist schräg die Raumluftansaugung drin. Ja, letztendlich hat er den Kofferraum leer gesaugt und die kalte Luft vorne rausgepustet. Deswegen ist er auch nicht richtig kalt geworden, weil einfach nur die Umwälzung war gar nicht da gewesen. Das können wir jetzt mal vorne gleich gucken. So, jetzt schaut es halt so aus. Das ist die Klimaanlage, die unten drunter liegt. Die ist ja nun komplett auch auf Styropor gelagert. Die war relativ laut. Jetzt ist sie halt leise. Und der Kasten hier vorne ist nach hinten abgedichtet. Das heißt, die Raumluftansaugung geht jetzt hier unten rein. Ja, wir haben ja da die Stufe reingebaut. Die Stufe ging ja vorher bis zum Boden. Die habe ich jetzt, ist aber ein Brett drin, das ist ordentlich abgedichtet. Da kommt so ein Teppich drauf oder irgendwas, dann sieht es nicht so schlimm aus. Und darunter ist die Raumluftansaugung. Ja, das heißt, er saugt jetzt hier vorne die Luft an. Dann gibt es ja noch die Ansaugung unterm Auto. Und die Luft wird ja vermischt mit der Luft. Und dann unterm Auto sind ja zwei Löcher, wie gesagt, einmal Ansaugung, einmal für die Warmluft zum Rausdrücken. So sieht das aus und jetzt funktioniert sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und vorher war halt nur hier unten noch ein Kaltluft, also für die Kaltluft hatte ich da was angebaut. Also Kaltluftauslass und die beiden da hinten, einmal den und einmal den. Wie gesagt, den hier vorne habe ich jetzt weggemacht. Jetzt haben wir einen neuen Schlauch gebaut oder einen neuen Schlauch verlegt da unten lang. Das sieht man ja auf dem Video. Und da ist jetzt noch ein Auslass. Das vermische ich dann halt sehr gut hier vorne. Ich hatte das gestern mal 2 Stunden laufen lassen und ich muss sagen, also kühlt extrem runter. Das ist eigentlich so, so ist eigentlich optimal für uns zumindest. So, jetzt haben wir hier das Loch gemacht für den Kaltluftausströmer. Da geht dann der Schlauch lang. Unter der Küche. Da hinten muss ein Verbindungsstück rein. Und dann, ups. Und dann geht er da an das T-Stück rein. Hinten, nach hinten und von unten. Und da kommt er von der Klimaanlage. So. So,
Da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben den Kühlschrank Probe laufen lassen. Es funktioniert super. Er läuft leiser, also viel leiser. Den Kompressor hört man trotzdem, aber den Ventilator hört man nicht mehr. Er kühlt trotzdem super durch. Die Wärme geht nach außen. So soll es sein. Klimaanlage bin ich auch sehr zufrieden. Sie kühlt auf jeden Fall ab. Das ist wichtig. Sie kühlt besser ab als vorher. Das funktioniert alles, sie ist ruhiger. Also haben wir das mal wieder ordentlich hingekriegt, sage ich mal so. Jo, und dann schauen wir mal. Bald geht es wieder im Urlaub und dann testen wir die ganze Sache nochmal bei mehr Temperatur als jetzt. Wobei hier ist auch richtig heiß momentan. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.